22. April 2022 sind wir auf dem Weg von Krakau nach Zakopane. Zunächst wollen wir jedoch das Dorf Hocholów besuchen. Der Ort liegt 7 Kilometer nordwestlich von Zakopane und grenzt im Westen an die Slowakei. Hof und wie gesagt ist sehr, sehr, sehr bekannt, sehr populär. Dort machen wir einen kleinen Spaziergang, vielleicht besuchen wir auch einen Holzbildhauer. Unterwegs sehen wir Bauarbeiten für eine Schnellstraße, deren Fertigstellung sich erheblich verzögert hat. Wir warten ungeduldig. Da sind diese Bodenprobleme hier, die Geologen nicht berücksichtigt haben. Und deswegen diese Verzögerung. Auf halbem Weg legen wir eine Pause ein, bei der einige ein Souvenir erstehen. Die mussten den anderen auch Bescheid sagen. Ich habe Glück gehabt, ich habe getroffen. Und die haben auf Polnisch gerufen, Hocholów, genauso wie das Dorf heute heißt. Das bedeutet eine gelungene Jagd. In Hocholów befindet sich eine neogotische Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Bekannt wurde das Dorf aber durch die vielen Holzhäuser, die den Ort zu einem lebendigen Freilichtmuseum machen. In dem kleinen Raum in der schwarzen Stube wohnte die ganze Familie. Da hat man auch gekocht, gegessen, da hat man geschlafen. Da waren auch ab und zu 3 oder 4 Generationen auf einmal. Und da waren auch kleine Tiere drin, zum Beispiel Ferkel. Dieser Teil ist aus dem Jahre 1905. Dieser Teil 1818. Okay, gehen wir rein. Durch Vermittlung von unserem Reiseführer Andreas dürfen wir auch ein Haus von innen sehen. Dort lebt und arbeitet der Künstler Jana Dżendera. Obligatorisch, wann das Haus gebaut worden ist und ab und zu, wer das Haus gebaut hat. Ne? Wie Sie sehen, Innenausstattung aus Holz, viele Elemente, die mit dem katholischen Glauben verbunden sind. Also Figürchen verschiedener Art, Kreuze, Jesu Christi, Mutter Gottes, Heilige und so weiter und so fort. Krippen, Kapellen und so weiter und so fort. Natürlich, manche von diesen Gegenständen kann man kaufen, fragen Sie.
2000 Meter Trstena, die Grenze Polen-Słowakische Republik. Thank you.